Hallo und herzlich willkommen, ihr Sportsfans, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde LS19 hier aus der Tiroler Alpenwelt. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns auf der Zielgeraden. Wir werden jetzt halt hier das Gras einsammeln und in den Bunker bringen. Und dazu habe ich uns den Pöttinger aus dem Alpin DLC ausgeliehen. Den mittleren, glaube ich, ist das. Weil der große, da bin ich nämlich nicht um die Kurven gekommen. Zum Putzen müssen wir so nachher noch. In der Block sehr schon mit den Dörfern. Dadurch, dass ich ja eure 4 Folgen am Stück aufnehme, kann ich ja, wenn Kommentare kommen, erst eure dann antworten, wenn die Folge ja ausgestrahlt wird. Den entlang. Also bei den, bei der und bei der unteren Wiesen hat der Pöttinger ganz gut funktioniert, der Schwader, der Zwandelmacher, wie man es auch nennt. Bei den anderen ist der Kleine nicht, da wo es zweimal fahren musst, einfach wäre effektiver gewesen. Einfach der Platz klar ist und ich vermute, dass man da auch mit dem Ladewagen Schwierigkeiten kriegen werden. Ich glaube 26.000 Liter fast der Bursche. Gute Idee, schlechte Idee, dass wir diesen in Silo hineinschmeißen, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle eine gute Idee für das, dass wir danach ein Geld rauskriegen wieder aus dem ganzen Ding. Sehr gut, die Weiden zum Fahren durch.
Und wer zum Zukaufen von, das ist das, was einen Haufen Zeit kostet. Ich habe gerade geschaut, ob er unter eine passt, in die, um einen Stadler eine passt. Mal abladen kannst auf alle Fälle, das ist schon mal klar. Ja, jetzt dann schauen, dass wir dann die kleinen Föder ein bisschen mitkriegen. Ah, wenn es nicht so realistisch ist, aber wir fahren trotzdem durch. Schon mal die Schneisen da ist. Liter Wasser, genau, nicht 26. 26 war der größte gewesen. So, hier abkippen. Definitiv, wenn wir es als nächstes, wenn wir es mal austesten werden, wird der klares Rotlader sein. Wenn das Ding verdichtet ist. Was macht man das kleine Feld? Weil das glaube ich ist eher, dass man es ganz reinbringen. Dann ist das erledigt da hinten. So, dann stoßen wir den durch.
So. Ich glaube, den bringen wir genau in einen Ladewagen rein. Die ist auf der Straße, aus, nehmen wir noch mit. Zur zweiten Runde. Ja, hervorragend. Super, ist das fällt schon mal weg. Ist das fällt schon mal weg. Auf geht's zum nächsten. Nehmen wir jetzt gleich da die Spur weg. Ah, da habe ich mich Block, da habe ich mich Block. Mit den Wittinger. Spoder. Brutal. Aber ich würde sagen, dass der Ladewagen perfekt passt. Ja, da haben wir die Steigung da auf. Das ist so ein Wiesen für einen Unitruck. 33er ist halt für die kleinen Geräte, wirklich. Aber das ist jetzt der Knackpunkt, dann werden wir dann bei den nächsten Runden. Voilà.
Das könnt ihr mir gerne mal in Kombination schreiben, was ihr habt. Das würde mich interessieren, weil wenn man dann was, wenn ich dann wirklich umsteige. Vielleicht haben wir dann eine andere Kombination, die was schöner geht. Aber im Moment muss ich sagen, bin ich vom. Nein, ich bin generell, das habe ich ja schon in den letzten Folgen gesagt, von Böttinger begeistert. Ich bin ja schon mal froh, dass wir jetzt das, dass wir womöglich jetzt das passende Mähwerk für die Epi und für den Unitrack haben. Jetzt haben wir ja Anfang September, wo ich da aufnehme. Das ist die Woche von meinem Urlaub. Haben wir ja nicht mehr so lange hin bis zum Release, zum November oder Oktober vom 22er. Ehrlich gesagt, muss ich schauen, vielleicht mache ich ein Let's Play mit dem 22er, vielleicht auch nicht. Klingt ganz traurig. Was die Zeit bringen wird, ob ich genug Zeit habe zu machen. Das ist das, wo das Projekt ist, was am meisten Zeit frisst. Das ist genau dieser, ich mir denke, das ist dieser, der Knackpunkt werden. Merke, das fehlt 33 Unimog. Ah, Unimog sage ich. Der Unitrack. Der Unimog, ja. Das kann ja so ein Unimog dann, und es gab ein Motorfuhr, dann war der schon längst da. Oder immerhin hat auch mal im Unimog gebaut gehabt, das weiß keiner mehr. Ah, da hat Mercedes echt einen guten. Ja, gut. Ich bin kein Mercedes-Freund, aber da muss ich sagen, da hat Mercedes echt das brutalste Arbeitsgerät auf den Markt gebracht, was ich jemals gehabt haben. Sobald das die Steigung weg ist, funktioniert es ja.
Ja gut, dass es bei LS so freundliche Händler gibt, gell, die wo das Zeug verleihen da vermieten für eine gewisse Gebühr. Jetzt war halt nur gut, wenn sie das mit innen hätten, dass dann Gebrauchtmarkt fix in der Ost. Dass da etwas einmal gebraucht kaufen kannst, um einen billigen Preis. Da lag sie kratzt so nicht, das war ja wurscht, weil man hat ja die Möglichkeit, dass man neu lackieren kann. Aber die, wo ich mir am meisten freue bei LS22 ist der alte Steirer. Also auf den freue ich mich am meisten. Aber ich habe mich auch über einen alten Lindner gefreut. Aber das sind jetzt zwei Geräte, Mau und Wein. Wein und Mau Whisky war mir natürlich lieber. Aber Wein ist auch schon mal was Gutes, dass wir Trauben umbauen können und daraus Wein machen können. Ich denke noch einmal eine Runde und dann sind wir mit denen für da durch. Vielleicht zwei sogar. Da werden wir uns da einen Weg auch basteln. Und da werden wir die Baum ausschneiden dann einmal. So in der Winterfolge. Dann auch so einen Weg gut zeichnen. Ich denke mal, dass das für den einen oder anderen eine langweilige Folge wird oder ist. Es wird hoffentlich wieder andere Folgen auch geben. Ey, das mehr ist also Titel einfallen, das wisst, um was das geht in der Folge.
Siloarbeiten sind nicht jeder Mann, jeder Frau Sache. Aber sie gehören halt hier zum Spiel dazu. Ich versuche so gut wie möglich ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Wenn ich mich gerade treffe, ist schon da mit der Zeitskal-Dingsbums da aufgeschraubt, angeschraubt. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Schauen wir mal. Das Feld machen wir jetzt miteinander fertig. Da die Sonne auf dem Weg nachher doch beenden wir die Folge. Alles so großartig zusammenputzt. Ich habe schon gesagt, wir machen das Feld miteinander fertig. Aber ich möchte gerade das andere auch noch sagen. Weil vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen vorhin. Man möchte sie ihm nicht vorenthalten. Weil das für 30 Gießen Rauers für den Unitrag. Seht ihr, wie steil dass das da rauf geht? Also da links mit dem Unitrag arbeiten. Um mit dem kleinen Schwader. Da habe ich mich echt brutalst drauf. Ah, seht ihr es? Das ist genau das, was ich gemeint habe. Und jetzt habe ich ja nicht einmal den Grästenlodi wum. So,
man irgendwas in der Mitte drin. Das ist der brutale Hügel da, das ist. Echt so, dass da liegen bleibt. Und er schiebt durch. Gut gemacht, weil es ja wirklich so ist, gell? Vom Gewicht her, dass er die solchen Geräte auch mit dem Wichtberg auch extremst schirmt, gell? Jetzt schätze ich viel, ich hab's da nur Achsen hinten. Da ist das ganze Ding nur steifer. Genau in die Stickräne. 4 km/h, 5 E. Jetzt übertaucht es. Nein, übertaucht es noch nicht. Da müsste es nicht irgendwo übertauchen. Aber die 7, 8 E. Ein bisschen zu langsam für die Wiesen da. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, der Ladewagen ist voll. Wir beenden die Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass hier, dass wenn es hier, so würde ich sagen, aus der Tiroler Alpenwelt weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich nun bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!